Shennong trifft ein. Was war das eben? Fuzhou fordert Tiere. Fuzhou. Losschicken. Fuzhou schätzt sie mehr. Ja, so bin ich. Aber um ehrlich zu sein, fordere ich auch Tiere. Ich brauche auch welche. Ach, uns fehlen noch ganz viele Leute, die unsere Stadt bevölkern. Uns fehlt der große Tumulus, uns fehlt Geld in der Staatskasse. Das heißt, wir werden jetzt Waffen auch wieder verkaufen. Wir werden auch Seide wieder verkaufen. Damit machen wir wenigstens wieder Geld. Da hat's an den Waffen gehapert, ey. Das gibt's doch nicht. Wer sollte das wissen? Viele hätten das als Bug erkannt, hätten nicht mehr weitergespielt. Ah, das ist schon echt makaber. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Wir haben uns ja auch nicht so einfach abspeisen lassen. Frohes neues Jahr. Wir feiern. Wie geht's unseren Helden? Vernachlässigt. Dann bekommst du jetzt mal... Weißt was, du bekommst Hanf. 16. Bitteschön. Gut, alle sind sie zufrieden. Ein Drittel des Geldes haben wir schon mal. Der Tumulus wird weiter fertig gebaut. Was natürlich eine ganze Weile dauert. Dadurch, dass die dort Erde reinkippen müssen und ausgerechnet hinten rumlaufen. Weil sie sich immer den am weitesten entfernten Punkt aussuchen, so kommt mir das langsam vor. Dürre, das auch noch. Der Kohl, nein. Der schöne Kohl, aber wir werden es trotzdem überleben. So, jetzt geht das hier auch schneller. Speichern unter LP03. Alle sind sie zufrieden. Und wir werden jetzt noch zwei, drei Häuser bauen, mit denen wir dann noch mehr Forts errichten können. Frohes neues Jahr. Yao Zhu zahlt Tribut. Und wir bauen blühender Pflaumenbaum. Nein, wie schön. Blühender Kirschbaum. Oh. Blühender Pfirsichbaum. Ah. Drachenskulptur. Oh. Naturteich. Ah. Wie wunderschön. Also wir können echt viel und sehr schöne Sachen bauen. Mittlerweile. So. Das sieht doch gut aus. Gefällt mir. Machen wir auch eine schöne Allee. Und dahinter noch Skulpturen. Aber solange ich kein Schauspielhaus habe, ist das ja eigentlich egal, oder? Hm. Wir könnten tatsächlich auch so schon weitere Forts bauen. Sehr interessant. Könnte ein weiteres hier oben mitstehen. Ihr seid jetzt die Infanterie. Dann bekommt ihr auch noch mal ein paar Schützen mit dazu. Essen müsste soweit in Ordnung sein. Es bettelt uns auch keiner mehr nach Essen an. Das ist ganz gut. Und wir verkaufen auch wieder geschnitzte Jade. In der Religion. Willst du mal wieder besänftigt werden? Hier hast du 4 Seidenballen. Sei glücklich und halt den Mund. Wir holen mal noch ein bisschen Holz. Holz ist nie verkehrt, obwohl, nee, Holz. Wo habe ich denn Holz eigentlich? Habe ich Holz nirgendwo abgebaut? Kann ich Holz abbauen? Ja, kann ich. Geschwindigkeit runterdrehen. Wo ist mein Holz?
Also hier sind nicht... Ach, da! Ah, okay. Und die sind auch noch fleißig dabei, wissen gar nicht, wohin damit. Das ist gut, dann lassen wir noch ein weiteres Lagerhaus stehen, das Holz beinhaltet. Ja, das kann hier mitstehen. Nichts annehmen außer Holz. Geschwindigkeit hochdrehen. Immer schön einladen. Frohes neues Jahr. Denn wir brauchen Holz für hier oben. So langsam geht mir das hier auf den Keks. Gut, alle sind zufrieden, ich bin's auch. Dann muss jetzt nur noch das Grab fertig gebaut werden. Irgendwann kümmere ich mich dann um die Leute. Aber erstmal brauchen wir die 150.000 und das Grab selber. Yao Zhu zahlt Tribut. Oder Yao Zhu. Ihr werdet auch immer mehr. Holz habt ihr genug, Waffen kommen dazu. Auch wenn sie zwischenzeitlich verkauft werden, ist nicht schlimm. Wir haben dann 3, 4, 5 Forts. Das sieht gut aus. Eins hier, zwei da, zwei da. Alle sind sie zufrieden? Dann bin ich's auch. Es wundert mich allerdings, dass wir nur das eine Ding bauen sollen. Also da war der andere Kaiser weitaus anspruchsvoller. Ach, frohes neues Jahr, wir feiern. Zhao Zhu zahlt Tribut. Den Leuten hier geht's auch hervorragend. Das ist gut. Alle sind zufrieden, ich bin's auch. Vielleicht sollten wir unsere Beziehungen ein wenig verbessern für die Zukunft. Im Moment sind wir allen ja ziemlich gleichgültig. Dann schenken wir dir einfach mal Keramik, 16 Stück. Er fühlt sich schon wieder vernachlässigt deswegen, also bekommst du wieder 8 Eisenbarren, bitteschön. Frohes neues Jahr, besondere Geschenke und eine Seigerantilope. Yao Zhu zahlt Tribut. Wir haben jetzt unsere 7 Tiere schon mal zusammen. Gott sei Dank. Yin dankbar für Keramik. Yin ist respektvoll uns gegenüber und bekommt auch noch Lackwaren geschenkt. 8 Stück. Yin dankbar für Lackwaren. Dann Keramik verschenken, wieder 16. Alle sind noch zufrieden. Dann bin ich's auch. Dankbar für Keramik und bewundernd. Bewundernd ist gut. Wir könnten euch einfach mal Geld schenken. 2500 Münzstränge, macht uns nichts. Brauchen wir nicht mehr. Frohes neues Jahr. Sanftmütig. Allianz fordern. Jin respektiert sie. Allianz zurückgewiesen. Achso, na gut. Dann haben die uns jetzt eben eingeladen zur Allianz. Also bitte. Das ist doch egal. Gut, wir haben jetzt 2 Allianzpartner. Ihr seid immer noch erfreut. Ihr bekommt von mir jetzt einfach mal... Ja, Waffen kann ich euch nicht geben. Weizen habe ich, glaube ich, nicht. Oder doch, habe ich. 8 Weizenscheffel kriegt ihr von mir. Dankbar für Weizen, sehr gut. Dann, ihr seid erfreut, bekommt ihr... Ja, Salz habe ich nicht. Den müsst ihr jetzt warten, das war's. Fürs Erste, obwohl, Geld kann ich euch geben. 2500 Münzstränge. Wir speichern noch einmal unter LP03.
Frohes neues Jahr. Ich find's toll, immer Neujahr zu feiern. Macht Spaß. Dankbar fürs Geld. Erfreut. Kooperativ. Ja, Waffen sieht bei mir recht schlecht aus. Aber wir sind, zumindest was das Geld angeht, schon sehr nah am Ende. Jetzt muss nur noch dieses Teil hier fertig werden und das dauert wirklich ewig. Wisst ihr was? Jetzt reicht's mir. Wo sind meine Arbeiterlager? Da, wie viele Arbeiter habe ich noch? 64. So, kommt noch ein weiteres mit hin. Frohes neues Jahr. Tribut. Ich habe immer noch keine Waffen. Ich könnte euch Geld schenken. 2500 Münzstränge. Speichern unter LP03. Du bist schon wieder vernachlässigt. Dann bekommst du von mir eben Rohjade 8 Stück. Du bekommst von mir 8 Seide. Schon kommt er wieder rein. Chengdu dankt ihnen für das Geld. Wie viele Arbeitskräfte haben wir jetzt noch? 29. Dürre ist egal. Benötigte Mitarbeiter. Einer. Nein, wie süß. So, einmal kurz gucken, wie es den Leuten geht. Euch geht's gut. Ihr seid auch kooperativ. Wir speichern einmal unter LP03. Gucken nochmal nach den Ahnen. Er fühlt sich wieder vernachlässigt, bekommt erstmal Seide. Geschwindigkeit wieder hochstellen. Boah, jede Menge Leute, aber es reicht einfach nicht aus. Es dauert trotzdem noch viel zu lange. Frohes neues Jahr. Dann die Lackwaren und noch ein wenig Eisen. Zumindest geht's von Stufe zu Stufe immer schneller. Gott sei Dank. Oh je, das dauert noch eine ganze Weile. Und erst wenn wir gehört haben, dass das Ding fertig ist, dann können wir weitere Leute hier mit hinbauen. Frohes neues Jahr. Yajou zahlt Tribut. Wir könnten uns aber schon mal überlegen, wo die Leute wohnen sollen. Wobei hier oben wäre es nicht verkehrt. Hier ist es auch noch nicht zu weit weg. Geschwindigkeit ruhig ein bisschen runterdrehen. 90 ist okay. Die brauchen eh noch eine Weile. Religion, alles gut. Ja, perfekt. Na gut, dann einen kleinen Marktplatz. Dort mit hin. Straße hochsetzen. Dann brauchen wir die Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sperre mit hin. An beide Stellen. Ach, jetzt sind die oben weg.
Weitere Häuser. Guti. Dann brauchen wir das altbewährte Zeug. Benötigte Mitarbeiter. Ja, ja, die kommen schon. Ganz ruhig. Einer nach dem anderen. So, Kräuterstand, Akupunktur, alles ist da. Besser geht's kaum, oder? Ich glaube, mehr kann man kaum übertreiben. So, die haben jetzt alles außer Essen. Und es sind auch nicht viele Leute dort untergebracht. Das heißt, auf 4000 werden wir nicht ganz kommen. Das heißt, wir müssen auch Essen zugänglich machen. Wir brauchen also einmal einen Hanfladen. Keramikladen. Frohes neues Jahr. Brauchen wir noch nicht. Es reichen Nahrungsmittel. Jiaozu zahlt Tribut. Okay, die Party ist diesmal hier drüben. Okay, jetzt können die immer überall durchlaufen, das ist okay. Die Mühle ist da und einmal hier drüben. Jetzt können sie sich aussuchen, wo sie hingehen, um die appetitanregende Nahrung zu bekommen. Irgendwo sind Leute ausgezogen. Ich habe keine Ahnung wo, ist mir auch relativ wumpe, weil wir sowieso ganz viele Leute mit dazu kriegen und dementsprechend natürlich auch wieder ganz viele Arbeitslose. Jetzt aktuell haben wir schon wieder 91. Wir könnten also weitere Arbeiterlager bauen und auch noch ein weiteres vor. Armbrustschützen nicht unbedingt, Katapulte gibt es nicht. Dann kommen hier unten auch nochmal Reiter mit hin. Das müsste ausreichen. Null Arbeiter nötig. Na, perfekt. So, ihr braucht jetzt gerade Hanf. Hanf ist unterwegs. Die Leute werden immer mehr. Der Tumulus braucht nicht mehr lange. Und wir müssen beides nur noch auf den Höchstpunkt bringen. Ja, noch 400 Personen. Speichern unter LP03. Geschwindigkeit nach oben stellen. Abwarten. Seide für dich. 5. Na, jetzt wird's teurer. Ich habe mich nicht ans Chi gehalten. Und ich glaube, je mehr Leute man in einer Stadt hat, desto mehr muss man auch abgeben. Das hat mit dem Chi wahrscheinlich gar nichts zu tun. Aber ist egal. Wir geben uns trotzdem Mühe. Was fehlt euch denn? Hanf. Einen Hanfladen habe ich, aber offensichtlich geht der nicht los, um welchen zu holen. Sehr interessant. Das heißt, aktuell bleibt es bei 4444, was ja nicht schwierig ist und nicht schlecht. Wir haben nur 162 Arbeitslose. Das ist gut. Speichern wir. Brauchen wir am Ende wirklich bloß die Leute einziehen lassen und alles ist perfekt? Lass ich einmal Hanf hinliefern und alles ist gut. Na los, mach das letzte Teil fertig. Frohes neues Jahr. 100 Münzstränge. Speichern. Geld ist auf jeden Fall auf dem Höchststand. Immer noch 162 Arbeitslose.
Guti. Großer Tumulus fertiggestellt. Shennong trifft ein. Spiel speichern. Das scheint ihm persönlich sehr gefallen zu haben, dass wir das Ding gebaut haben. Zumindest ist er deswegen gleich hergekommen. Er ist begeistert, tatsächlich. Okay, und wir brauchen jetzt hier Hanf. Also bauen wir irgendwo ein Lagerhaus mit hin. In das wir dann noch zusätzlich Hanf einlagern. Bitte nur bis zu 16, das reicht schon. Und gerne auch nochmal 16 Keramiken. Speichern unter LP03 und los geht's. Frohes neues Jahr. Guti. Nee, die Gebäude sind zwar größer, aber die Leute sind noch nicht eingezogen. Da kommen sie. Geschwindigkeit runtersetzen. Schon mal speichern unter LP03, nein, Sicherheit 1. Wir warten jetzt so lange, bis wir die 4500 voll haben. Und dann speichern. So. Geschwindigkeit runterdrehen. Und wieder warten wir darauf, gewonnen zu haben. Ja, und wieder haben wir es in einem Ruck durchgeschafft, in einer Aufnahme. So langsam, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie das Spiel funktioniert, dann läuft's einfach. Ich find's gut. Ich habe weniger Probleme. Ich mag es, weniger Probleme zu haben. Das ist ein absolut schönes Gefühl. Wir haben jetzt Juni, wir warten auf den nächsten Monat, damit das akzeptiert wird, was wir hier getan haben. Vorbildliche Arbeit. Das Tor zum Westen wurde geöffnet und der Handel zwischen Chang'an und Kashgar fließt in Form von Karawanen ununterbrochen auf der Route, die als Seidenstraße bekannt wurde. Kaiser Wu Di ist von seiner Entscheidung, sie zum Handelsbeauftragten zu ernennen, nicht enttäuscht worden. Jetzt hat er allerdings eine gleichermaßen wichtige Aufgabe für sie. Oh je, das heißt, wir kommen wieder in eine andere Stadt. Das wird sehr interessant. Wir dürfen jetzt wieder von vorne bauen. Nicht mehr mit dieser Stadt hier mit 180.000 Goldmünzen. Ich meine, das ist ja jetzt, ne, und so. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oder wollen wir uns das noch angucken? Nee, das machen wir diesmal anders. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich.